Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Da berichtet BangkokPost.com heute am 28. September 2021. Thailand verzeichnete in den letzten 24 Stunden 9.489 Neuinfektionen und 129 weitere Todesfälle, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagmorgen mit. Es gab 9.220 Fälle in der Allgemeinbevölkerung und 269 bei Gefängnisinsassen. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung. Und dann habe ich einen Artikel rausgesucht von derverlang.com. Vier Phasen Zeitplan zur touristischen Öffnung genehmigt. Bangkok, die thailändische Tourismusbehörde TAT, teilt mit, dass das Center for COVID-19 Situation Administration, kurz CCSA, auf einer Sitzung am Montag einen Vier-Phasen-Zeitplan für die touristische Wiedereröffnung des Landes genehmigt hat. Pilotphase vom 1. bis zum 31. Oktober 2021. Das Phuket Sandbox-Modell einschließlich 7+7-Verlängerung wird fortgesetzt. Den Anfang machte Phuket am 1. Juli, gefolgt von Surat Thani, Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao am 15. Juli sowie zuletzt Krabi und Phang Nga am 16. August, die im Rahmen der 7+7-Verlängerung mit Phuket verbunden sind. In dieser Phase werden auch neue ausgewiesene Gebiete in Krabi wiedereröffnet. Klong Muang und Thap Kek. Erste Phase, 1. bis 30. November 2021. In der ersten Phase wird die touristische Wiedereröffnung Thailands auf 10 weitere touristisch geprägte Reiseziele ausgedehnt. Dazu gehören der Großraum Bangkok, Krabi und Phang Nga sowie Buriram, Muang und Stadt, Chiang Mai mit Mae Rim, Mae Teng und Doi Tao, Chonburi mit Pattaya, Banglamung, Nha Chom Tien und Sattahip, Loi mit Chiang Khan, Phetchaburi mit Chaam, Prachuap Khirikan mit Hua Hin und Ranong mit Koh Phayam. Zweite Phase. In der zweiten Phase wird die Wiedereröffnung des Landes, Entschuldigung, die zweite Phase ist dann vom 1. bis zum 31. Dezember 2021. In der zweiten Phase wird die Wiedereröffnung des Landes für ausländische Reisende um 20 weitere Provinzen erweitert, die vom Tourismus geprägt, für Kunst und Kultur bekannt oder Grenzorte zu den Nachbarländern sind. Dazu gehören Ayutthaya, Chiang Rai, Konkan, Lampun, Meong Son, Nakhon Ratchasima, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Nong Khai, Pathum Thani, Pathalung, Phetchabun, Phrae Rayong, Samut Prakan, Songkhla, Sukhothai, Trang Trat und Yala. Die dritte Phase ab dem 1. Januar 2022. In der dritten Phase werden 13 Grenzprovinzen wieder für die ausländische Reisende geöffnet. Darunter Buen Khan, Chantaburi, Kanchanaburi, Mukdahan, Nakhon Pathom, Entschuldigung, Phanom, Nan, Ratchaburi, Sakyao, Satun, Surin, Thak, Ubon Ratchathani und Udon Thani. Das CCSA hat alle relevanten Regierungsstellen angewiesen, die Wiedereröffnung der Phasen 1 bis 3 vorzubereiten. In der Zwischenzeit können ausländische Besucher die vier Pilot-Strandurlaubsorte weiterhin zu den bestehenden Bedingungen besuchen. Die Redaktion des Magazins Der Verlang wird alle Einzelheiten zur touristischen Wiedereröffnung Thailands bekannt geben, sobald weitere offizielle Informationen verfügbar sind. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, beziehungsweise wenn ihr das Video morgen schaut, auch noch einen schönen Tag. Und ja, bleibt alle miteinander gesund. Wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.